Hallo und herzlich willkommen bei Evolution International zu einem neuen Webinar, heute mit dem Thema Leichter Leben mit gesundem Stoffwechsel mit mir, Heilpraktikerin Christine Baumann. Ich freue mich, dass ich Ihnen heute zu diesem aus meiner Sicht ausgesprochen wichtigen Thema ein paar Dinge erzählen darf und Ihnen ein paar Strategien vorstellen darf, wie Sie Ihren Stoffwechsel unterstützen können und gesund halten können. Wir werden uns am Anfang ein bisschen Theorie anschauen, ein bisschen angucken, was ist denn der Stoffwechsel und wieso ist das so wichtig? Was macht denn das, wenn da was schiefläuft? Und werden uns auch angucken, was eben die Hauptprobleme heutzutage sind, die den Stoffwechsel betreffen. Und dann gehen wir direkt rein in die Praxis und schauen, welche Strategien uns helfen, den Stoffwechsel gesund zu halten oder wieder in Schwung zu bringen, wenn er ein bisschen träge geworden ist. Ja, Stoffwechsel, was ist das eigentlich? Was ist damit eigentlich gemeint? Alle reden immer vom Stoffwechsel, aber was bedeutet Stoffwechsel denn eigentlich? Der Begriff Stoffwechsel umfasst medizinisch im Prinzip alle chemischen Vorgänge, die im menschlichen Körper ablaufen. Und ich kann Ihnen sagen, das sind ganz schön viele. Die Biochemie des Menschen ist ein hochkomplexes Thema, ein sehr, sehr spannendes, hochkomplexes Thema, von dem wir schon sehr, sehr viel wissen aus der Forschung und das eine oder andere aber auch immer noch nicht verstehen. Stoffwechsel beginnt letzten Endes eigentlich mit der Nahrungsverwertung, also das heißt die Aufnahme von körperfremden Bausteinen, Nährstoffen, die dann im Rahmen der Verdauung zerlegt und zerkleinert werden, sodass sie dann aufgenommen werden können und in eigene, körpereigene Bausteine umgewandelt werden können. Also das betrifft Makronährstoffe zum Beispiel, Eiweiße, Kohlenhydrate, Fette, die zerkleinert und zerteilt werden müssen, damit sie überhaupt die Darmschleimhaut passieren können. Und dann werden sie im Körper eben verwendet, zum Beispiel als Bausubstanz, die Proteinbausteine beispielsweise oder auch die Fette oder auch als Energieträger, Kohlenhydrate oder die Mikronährstoffe eben auch als Kofaktoren im Stoffwechsel. Also Stoffwechsel im ersten Schritt ist erstmal, dass sich Stoffe tatsächlich wechseln, im wahrsten Sinne des Wortes, die Umwandlung fremder Substanzen in körpereigene Bausteine. Der Stoffwechsel oder das, sagen wir mal, ein Kernstück des Stoffwechsels ist aber tatsächlich auch die Energiegewinnung aus den Nahrungssubstanzen beziehungsweise eben aus unseren Stoffwechselvorgängen. Da ist vor allen Dingen gemeint, wir erinnern uns alle ganz dunkel an den Biologieunterricht. Es gab mal eine menschliche Zelle und da gibt es Zellbestandteile, Zellbauteile. Da gehört das Mitochondrium dazu oder die Mitochondrien, die in den Zellen enthalten sind. Und in diesen Mitochondrien findet diese Energiegewinnung statt. Hier wird ATP produziert, Adenosintriphosphat. Das ist sozusagen die Energiewährung in unserer Zelle, mit deren Hilfe unser Stoffwechsel überhaupt läuft, mit deren Hilfe wir überhaupt lebendig sein können. Das ist mal das Kernstück sozusagen des Stoffwechsels. Im Rahmen des Stoffwechsels laufen eben natürlich ganz viele Prozesse ab. Das ist nicht nur die Energiegewinnung, sondern das ist auch der Aufbau von bestimmten Proteinen, der Aufbau von bestimmten Zellbestandteilen. Das ist die Reparatur von Zellbestandteilen, auch die Regeneration von Zellbestandteilen und letzten Endes auch die Erneuerung von Zellen und der neue Aufbau von Zellen, wenn tatsächlich Zellen kaputt gegangen sind und sozusagen ersetzt werden müssen. Zum Stoffwechsel gehört auch, dass es ganz normal ist, dass hier im Rahmen des Stoffwechsels Stoffwechselabfallprodukte entstehen, Nebenprodukte entstehen, die der Körper dann wieder abbauen und entgiften muss. Ich lasse das einfach mal so stehen. Also es entstehen Stoffwechselabbauprodukte, die müssen auch irgendwie wieder raus. Auch das ist Teil des Stoffwechsels, dass hier sozusagen die Müllabfuhr kommt und die Nebenprodukte wieder entgiftet, wieder entsorgt, wieder auseinanderbaut, zerlegt und für was anderes verwendet. Stoffwechsel findet zu jeder Zeit und in jeder Zelle des Körpers statt. Das ist das, was wir nicht abschalten können. Und das ist zum Glück etwas, was wir nicht bewusst beeinflussen müssen. Da werden wir ganz schön überfordert.
Das macht unser Körper einfach so ganz von alleine für uns. Weil das aber so ein komplexes System ist, können wir uns natürlich vorstellen, dass es da ein paar Ecken und Kanten gibt, an denen vielleicht Probleme entstehen können und an denen vielleicht mal Dinge nicht ganz geradeaus laufen. Was macht denn das, wenn da jetzt im Stoffwechsel was nicht geradeaus läuft? Naja, ganz abgesehen davon, dass dann diese genannten Prozesse, also die Energiegewinnung, die Regeneration und Reparatur von Zellen und die Erneuerung von Zellen und Zellbestandteilen, dass das dann eben nicht mehr so optimal läuft, was bedeutet, dass unsere Zellen nach und nach immer schlechter werden, immer älter werden, immer kaputter werden. Abgesehen von all dem ist es so, dass eben im Stoffwechsel auf natürliche Art und Weise auch freie Radikale entstehen. Wenn der Stoffwechsel nicht optimal läuft, dann geht öfter mal was daneben, öfter mal was schief und wir haben einen erhöhten oxidativen Stress, also noch mehr freie Radikale, als wir von Natur aus schon entgiften müssen. Auch diese Stoffwechselabfallprodukte, die ich gerade schon genannt habe, entstehen natürlich umso mehr, wenn der Stoffwechsel nicht optimal läuft. Das ist das, was der Naturheilkundler dann gerne mal als Schlacken bezeichnet, im Begriff, den die Mediziner überhaupt nicht mögen, weil die sagen, das gibt's alles gar nicht. Aber im Prinzip ist genau das damit gemeint, dass eben Stoffwechselabbauprodukte entstehen, die dann nicht mehr verräumt werden können, weil sie in zu großer Menge entstehen. Also das heißt, ein gestörter Stoffwechsel führt dazu, dass wir mit verschiedenen Belastungen vermehrt zu kämpfen haben. Auch das Thema Übersäuerung fällt da zum Beispiel rein, weil eben mehr Abbauprozesse stattfinden müssten, als sie es eigentlich können, passiert es eben auch, dass sich mehr Säurereste sozusagen bilden oder mehr Säurereste übrig bleiben, die nicht ausgeschieden werden können. Ganz blöd ist eben, dass wir zu wenig Energie produzieren. Es gibt eine verminderte Energieproduktion. Das heißt, das kann sein, dass wir das spüren, weil wir uns vielleicht weniger leistungsfähig fühlen. Manchmal merken wir das aber gar nicht, weil das eben die Energie ist, die auf einer subtileren Ebene gebraucht wird. Also es geht um die Energie in den Zellen. Und dann sind unsere Zellen müde und füllen ihre Funktionen einfach nicht mehr so motiviert aus, wie das der Fall wäre, wenn der Stoffwechsel ideal läuft. Zellregeneration findet nicht mehr ausreichend statt, habe ich schon gesagt. Was bedeutet, es gibt unter Umständen eine erhöhte Fehlerquote auch bei der Reparatur von Zellen oder auch bei der Bildung neuer Zellen. Und Fehlerquote haben wir immer bei der Reparatur und bei der Neubildung von Zellen, aber wir haben eben sehr ausgeklügelte Systeme, wie falsch gebastelte Zellen sozusagen erkannt werden können und ausgeschieden werden oder unschädlich gemacht werden können, sodass das in aller Regel sehr, sehr gut kompensiert werden kann. Wenn aber jetzt die Fehlerquote sich unnatürlich erhöht, weil der Stoffwechsel nicht ideal läuft, kommt es vermehrt zur Bildung von vielleicht schadhaften Zellen, die sich dann weiter vermehren und unser Immunsystem reagiert vielleicht dann nicht ausreichend. Und dann kann es doch passieren, dass vielleicht auch mal sich Zellneubildungen entwickeln an Stellen, die wir nicht wollen. Das heißt, es kann sein, dass Tumore entstehen zum Beispiel oder Fehlbildungen. Das müssen gar nicht unbedingt immer nur bösartige Erkrankungen sein, aber es kann eben sein, dass da Dinge sich verschieben und Fehler passieren. Wir haben, wenn der Stoffwechsel nicht optimal läuft, eine erhöhte Entzündungsbereitschaft, weil aufgrund des oxidativen Stresses im Gewebe vermehrt Entzündungen entstehen. Und da sind jetzt gar nicht unbedingt immer fulminante Entzündungen gemeint. Das kann schon auch sein, dass wir einen trägen oder schlecht laufenden Stoffwechsel daran merken, dass sich mal hier das eine Gelenk entzündet, mal hier das andere Gelenk entzündet oder dass an der Haut Entzündungen entstehen, ohne dass wir eine Grunderkrankung hätten, die das erklären würde. In den allermeisten Fällen ist es aber so, dass wir diese Entzündungsbereitschaft nicht spüren, weil es sich um sogenannte stille Entzündungen, Silent Inflammation, handelt. Und diese Silent Inflammation verursachen ihrerseits wieder einen erhöhten oxidativen Stress und schädigen das Gewebe nachhaltig und sind eigentlich der Nährboden für alle möglichen chronischen Erkrankungen. Stoffwechselstörungen können alles Mögliche beinhalten, eben weil Stoffwechsel ja in jeder Zelle passiert. Das heißt, wir denken beim Stoffwechsel meistens eher an das Thema Blutzucker
Und auf das wollen wir uns heute auch ein bisschen fokussieren, weil es tatsächlich ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und auch das größte Stoffwechselthema ist. Aber letzten Endes können Stoffwechselerkrankungen eigentlich überall passieren und können sehr, sehr unterschiedliche Symptome haben. Das Problem ist, dass viele von diesen Symptomen eben eher subtiler Art sind, sodass wir es nicht akut bemerken und dass diese ganzen Stoffwechselprozesse dann chronisch gestört ablaufen. Das kann dann zu nachhaltigen Schädigungen und blöden Langzeitfolgen sozusagen führen. Ja, was sind denn Stoffwechselerkrankungen? Ich habe schon gesagt, ich habe schon verraten, die häufigste aller Stoffwechselerkrankungen ist der Diabetes. Und zwar der Typ-2-Diabetes, da komme ich nachher gleich drauf, was das bedeutet. Und mit einhergehend das oder ihm vorausgehend das metabolische Syndrom. Oft damit im Zusammenhang steht die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung. Es gibt aber auch die nicht-alkoholische Fettlebererkrankung ohne Diabetes. Das ist also auch ein Thema, das heutzutage bei uns auf dem Vormarsch ist, betrifft über 40% der deutschen Bevölkerung und es betrifft nicht nur übergewichtige und Diabetespatienten. Also, das ist was, wo tatsächlich sich aufgrund unserer aktuellen Lebensweise sehr viele Fehler im Stoffwechsel einschleichen derzeit. Der ganze rheumatische Formenkreis gehört zu den Stoffwechselerkrankungen. Rheuma wird zu den Stoffwechselerkrankungen gezählt. Gicht ist eine Stoffwechselerkrankung. Hier passieren Ablagerungen, Säureablagerungen im Gelenk, die dann zu Entzündungen führen und zu Schmerzen führen. Das ist tatsächlich Stoffwechselerkrankung im wahrsten Sinne des Wortes. Wir zählen letzten Endes auch alle Tumorerkrankungen und Krebs zu den Stoffwechselerkrankungen, weil es ja durchaus daher rührt, wie ich gerade erklärt habe, dass bestimmte Zellreparatursysteme einfach nicht mehr richtig funktionieren oder eher suboptimal ablaufen. Osteoporose, die Knochenkrankheit, zählt zu den Stoffwechselerkrankungen. Hier ist es der Knochenstoffwechsel, der gestört wird. Es ist so, dass auch im Knochen ständig ein Wechsel zwischen Abbau und Aufbau der Knochensubstanz stattfinden müsste. Und im Rahmen dieser Prozesse geht es dann darum, dass bestimmte Bausteine in ausreichender Menge eingelagert werden, dass der Knochen auch elastisch genug bleibt. Also zu weich darf er natürlich nicht sein, aber er darf auch nicht eben zu hart und zu porös sein, sonst bricht er, so wie bei der Osteoporose. Und das geht hier, dieser Knochenstoffwechsel geht bei der Osteoporose eben schief, weil bestimmte Substanzen fehlen, weil vielleicht eine starke Übersäuerung da ist, weil der Stoffwechsel insgesamt geschädigt ist und die Depots, die Mineraldepots aus den Knochen aufgebraucht werden und. Da gibt es ganz viele Gründe, aber Osteoporose wird eben auch zu den Stoffwechselerkrankungen gezählt. Es gibt verschiedene Hauterkrankungen, die man zu Stoffwechselerkrankungen zählt. Im Prinzip ist es bei der Haut auch so, dass immer, wenn wir irgendwie eine ekzemartige Erkrankung auf der Haut haben, ist das ein Signal dafür, dass der Hautstoffwechsel nicht okay ist und wir hier für den Hautstoffwechsel irgendwie Dinge tun müssen. Schilddrüsenstörungen zählt man logischerweise zu den Stoffwechselerkrankungen, weil die Schilddrüse das Gehirn des Stoffwechsels ist. Die blenden wir jetzt heute aber komplett aus. Und es gibt diverse Erbkrankheiten, wie beispielsweise die Mukoviszidose und solche Dinge, die man eben auch zu den Stoffwechselerkrankungen zählt. Wir wollen uns heute aber vor allen Dingen auf dieses volksgemeine Stoffwechselthema beziehen, weil es tatsächlich das ist, was uns am allermeisten beschäftigt, wenn es um den Stoffwechsel geht, was am allerhäufigsten ist, weil tatsächlich Diabetes die allerhäufigste aller Stoffwechselerkrankungen heutzutage ist. Diabetes hat etwas zu tun mit der Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse kennen wir vielleicht aus den Verdauungswebinaren, ist eine kleine Drüse, die sich hinter dem Magen versteckt. Und die Hauptaufgabe der Bauchspeicheldrüse ist, wie der Name überraschenderweise schon sagt, Bauchspeichel zu bilden. Das ist die sogenannte exokrine Funktion. Also das heißt, die Bauchspeicheldrüse schüttet etwas aus. Und zwar schüttet sie Bauchspeichel aus in den Darm, damit wir gut verdauen können. Das ist die Hauptaufgabe. Aber es gibt im Gewebe der Bauchspeicheldrüse verteilt, ungefähr 2% des Gewebes der Bauchspeicheldrüse betrifft das, gibt es kleine Inselzellen, die Langerhanschen Inselzellen. Und diese Inselzellen bilden Hormone, zum Beispiel eben
unser Blutzuckerhormon Insulin. Und das ist die endokrine Funktion, also die Bildung von Hormonen unserer Bauchspeicheldrüse. Jetzt gibt es beim Diabetes verschiedene Typen. Es gibt viele verschiedene Typen. Ich habe jetzt nur mal die zwei wichtigsten rausgesucht, einfach um den Unterschied darstellen zu können. Und zwar ist es so, dass der Typ 1 Diabetes, das ist das, was man früher den juvenilen Diabetes nannte, also das, was beim Jugendlichen passiert, das ist eine Insulinmangelerkrankung. Da geht es darum, dass tatsächlich diese langerhanschen Inselzellen in der Bauchspeicheldrüse kaputt gehen aus irgendwelchen Gründen. Das passiert beispielsweise im Rahmen von Mumpserkrankungen, wenn der Körper Autoimmunkörper gegen seine eigenen Zellen richtet, dann gehen auch Zellen in der Bauchspeicheldrüse zum Beispiel kaputt. Gibt aber auch andere Zusammenhänge, wie das entstehen kann. Da gehen die Zellen in der Bauchspeicheldrüse tatsächlich kaputt und es wird kein Insulin mehr gebildet. Das heißt, ich erkläre gleich, wie das mit dem Insulin funktioniert. Die Therapie ist hier ganz eindeutig. Wir müssen Insulin von außen zuführen, weil wir das Insulin tatsächlich brauchen, um überleben zu können, um Nahrung verwerten zu können. Und wir haben hier eine Erkrankung, die nicht mehr reversibel ist. Diese Zellen, die sind kaputt und die können auch nicht regeneriert werden. Das heißt, es ist eine absolute Insulinmangelerkrankung. Was wir mit Mitteln aus der Natur machen können beim Typ 1 Diabetiker, ist, dass wir den Stoffwechsel dennoch unterstützen, dass wir schauen, dass wir viele Antioxidantien zuführen zum Beispiel, dass wir schauen, dass wir die B-Vitamine in ausreichender Menge zuführen, weil die beim Diabetiker eben gerne im Mangel sind, damit wir Langzeitfolgen, die der Diabetes verursachen kann, ausbremsen können oder vermindern können. Der Typ 2 Diabetes ist das, was wir früher Altersdiabetes genannt haben. Den nennen wir heute nicht mehr so, weil mittlerweile auch 3-jährige und 4-jährige Kinder schon an dieser Erkrankung leiden. Hat einen völlig anderen Entstehungsweg. Hier funktionieren die Zellen der Bauchspeicheldrüse zunächst mal eigentlich ganz normal und ganz hervorragend und produzieren Insulin. Hier geht es darum, dass alle anderen Zellen insulinresistent geworden sind. Sie hören nicht mehr auf das Insulinsignal. Das heißt, eigentlich ist hier nichts kaputt. Man versucht manchmal dennoch, Insulin von außen zuzuführen, um den Reiz auf die Zelle zu erhöhen und sie sozusagen zu zwingen. Die eigentliche Therapie dabei ist aber eigentlich nicht, Insulin zu geben, sondern die Zellen, die resistent geworden sind und auf den Insulinreiz nicht mehr hören, wieder hungrig zu machen. Damit sie wieder aufgehen, damit der Blutzuckerspiegel ausgeglichen werden kann, ich erkläre gleich, wie das funktioniert, damit hier der Stoffwechsel sozusagen wieder funktioniert, wie er funktionieren soll. Zellen hungrig machen kann man, indem man die Ernährung umstellt und indem man sich bewegt. Und man kann es unterstützen, indem man stoffwechselaktivierende Komponenten begleitend gibt. Der Typ 2 Diabetes, die Insulinresistenz, ist eine reversible Stoffwechselstörung. Hier kann ich tatsächlich über Lebensführung und bestimmte Komponenten erreichen, dass die Zellen wieder reagieren und dass ich tatsächlich nicht insulinpflichtig bleibe mein Leben lang, sondern dass dieses Thema Insulin und Blutzucker wieder in die Balance kommt. Erst wenn dieses Thema sehr, sehr lange besteht, dann gibt das Organ irgendwann auch auf und dann ist es auch reversibel und dann muss ich Insulin spritzen. Aber wenn ich frühzeitig ansetze, kann ich das tatsächlich nahezu verhindern. Woran merke ich das, dass der Blutzucker Spiegel nicht okay ist oder dass sich vielleicht ein Diabetes anschleicht? Ja, das ist die Tücke. Man merkt es oftmals gar nicht. Beim Typ 1 Diabetes merkt man es schon. Das passiert ziemlich akut. Die Patienten haben meist einen ganz, ganz starken Durst, der sich nicht stillen lässt. Die nehmen tatsächlich erstmal ab, weil keine Energie mehr in den Zellen ankommt.
Und sie haben einen ganz klebrigen Urin. Also die merken das, wenn sie auf Toilette gehen, weil der Urin schäumt. Manchmal riecht er auch komisch und der ist klebrig. Und denen geht es tatsächlich akut auch ziemlich schlecht. Der Typ-2-Diabetiker, der merkt ganz oft ganz lange nichts. Vielleicht ist er ein bisschen vermindert leistungsfähig. Vielleicht hat er ein bisschen trockene Haut. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Durst als sonst. Aber das ist eine Erkrankung, die so ganz schleichend daherkommt. Und deswegen merkt man es oftmals eben im ersten Moment nicht. Diabetes tut nicht weh. Wenn man es im Blutbild überprüft, sieht man es, weil eben, wenn man jetzt Blut abnimmt beim Arzt, nüchtern morgens, wenn die einen bestimmten Wert überschreiten, also hier zum Beispiel bei der venösen Blutentnahme 126 Milligramm pro Deziliter Blut, dann wissen wir, ah, hier gibt es irgendwie eine Blutzuckerstörung. Da wird der Blutzucker nicht ausreichend abgebaut und dann kann man da näher nachforschen. Man kann es auch selber messen. Es gibt so Blutzuckermessgeräte, wo man dann in der Fingerbeere einen Pieks macht. Das ist Kapillarblut. Da tropft man es auf einen Träger und dann schiebt man es ins Gerät. Und wenn hier der Wert über 110 liegt, morgens nüchtern, dann muss man mal mit einem Arzt sprechen, ob da vielleicht was sein könnte. Ich erzähle das mit dem Insulin nachher nochmal genauer, weil das auch für die Therapie wichtig ist. Ich will ganz kurz nochmal die Bauchspeicheldrüse vorstellen. Das ist eben das Organ. Ich habe es schon erklärt, nur nochmal ganz kurz, damit Sie ein Bild dazu haben. Dieses kleine Organ, was sich quasi hinterm Magen versteckt, das ist ein Stück vom Dünndarm. Das ist jetzt, die Grafik ist ausgelegt eigentlich auf die Verdauung, weil es aus meinem Darmbuch rausgeklaut ist. Aber trotzdem können Sie sich vorstellen, so sieht diese Bauchspeicheldrüse aus. Die produziert eben eigentlich den Bauchspeichel mit den Enzymen, die wir für die Verdauung brauchen. Und es ist aber so, dass verteilt in diesem ganzen Gewebe, ungefähr 2% dieses ganzen Gewebes sind verteilt, so kleine Inselzellen, die eben das Insulin produzieren. Die ist ungefähr 16 cm lang, 80 Gramm schwer, also gar nichts Großes, die Bauchspeicheldrüse. Entsteht in der embryonalen Entwicklung aus den gleichen Knospen wie der Darm, wie die Darmschleimhaut, entwickelt sich gemeinsam mit dem Zwölffingerdarm, also da ganz nah an die Verdauungssysteme aufgehängt, und sie produziert pro Tag ungefähr 1,5 Liter Drüsensekret, also Bauchspeichel. Das heißt, das sind Enzyme und Bikarbonate, die einerseits den Speisebrei im pH-Wert regulieren und andererseits die Nahrungsbestandteile spalten können. Nur eben diese Langerhans-Inselzellen, die produzieren die Hormone. Man zählt es zu den Organen der Mitte und zum rhythmischen System. Sind Begriffe aus der anthroposophischen Medizin, die einfach ja, so ein bisschen den Körper sozusagen oder die Prozesse, die im Menschen vorgehen, in verschiedene Ebenen einteilen. Und das rhythmische System ist das, was zwischen dem Stoffwechselgliedmaßensystem und dem Nervensinnessystem vermittelt. Also der Mittler in der Mitte. Und das heißt auch, dass das so ein bisschen eine zentrale Rolle spielt. Das heißt, wenn hier in dem System der Mitte, in diesem rhythmischen System Vorgänge gestört sind, dann tun wir uns ganz schwer, weil das wirklich in alle Lebensbereiche sozusagen eingreift. Das Problem der Bauchspeicheldrüse ist, dass sie das toxinaffinste Organ des ganzen Körpers ist. Das heißt, sie neigt dazu, das, was wir an Schadstoffen aufnehmen, an Giften aufnehmen, an Schwermetallen aufnehmen, einzulagern. Entgiften muss es die Leber, aber belasten tut es ganz häufig die Bauchspeicheldrüse. Das merken wir vor allen Dingen an der exokrinen Funktion, wenn es um die Verdauung geht. Das wollen wir heute ausblenden, weil das geht zu weit. Vielleicht so viel noch, dass es sein kann, dass Sie eine wunderbar funktionierende endokrine Funktion haben, also keinen Diabetes, keine Insulinresistenzen, aber dennoch funktioniert der exokrine Anteil nicht, also der Verdauungsanteil nicht so gut oder nicht optimal. Und umgekehrt kann es eben sein,
dass nicht genügend Bauchspeichel produziert wird, der Verdauungsanteil in der Leistung vermindert ist, aber der Stoffwechselanteil, der Hormonanteil der Drüse hervorragend funktioniert. Ja, ich habe schon eingangs gesagt, der Diabetes geht einher mit dem tödlichen Quartett, mit dem metabolischen Syndrom. Das ist eigentlich die wahre Epidemie unserer Zeit, weil das wirklich ganz rasant zunimmt und das betrifft alle Bevölkerungsschichten. Und das ist eigentlich der Nährboden für die Todesursache Nummer eins. Todesursache Nummer eins sind nach wie vor Herz-Kreislauf-Ereignisse, also Herzinfarkt, Schlaganfall, Gefäßverschlüsse, dicht gefolgt von Krebserkrankungen, die aber eigentlich auf einem ganz ähnlichen Nährboden wachsen letzten Endes, weil auch das metabolische Syndrom durchaus Krebserkrankungen begünstigen kann. Für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wissen wir, da gibt es einen direkten Zusammenhang. Da ist eben das metabolische Syndrom eigentlich so die stille Vorstufe dessen, was dann nachher eigentlich unausweichlich passiert an Herz-Kreislauf-Ereignissen. Was ist gemeint mit dem tödlichen Quartett? Also wir sprechen von vier Komponenten, die da eine Rolle spielen. Das ist das Thema Übergewicht. Das ist das Thema Bluthochdruck und diese beiden Dinge gepaart mit den gestörten Blutfettwerten, also erhöhte Triglyceride oder ein gestörtes Verhältnis vom guten und schlechten Cholesterin mit der Insulinresistenz, die dann in den Typ-2-Diabetes führt. Und die Schlüsselstelle für die Langzeitfolgen, die Schlüsselstelle für die Tödlichkeit dieses metabolischen Syndroms ist der Diabetes Typ 2 bzw. die Insulinresistenz. Das heißt, man kann sich ein gewisses Übergewicht leisten, wenn der Stoffwechsel das gut kompensieren kann, wenn man genügend Muskelmasse hat und die Muskeln regelmäßig belastet. Da nehme ich jetzt schon ein bisschen was vorne weg. Bewegung ist tatsächlich ein ganz wichtiger Faktor. Dann kann man sich ein bisschen ein Übergewicht leisten, weil dann sich nicht so schnell eine Insulinresistenz einstellt. Und dann wird das auch nicht das Herz-Kreislauf-System derart belasten. Ich sage absichtlich ein bisschen Übergewicht. Je massiver das Übergewicht ist, desto mehr belastet es natürlich den Stoffwechsel und die Knochen und den Herz-Kreislauf, das Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem und alles andere auch. Man kann sich auch ein bisschen Bluthochdruck leisten, solange der in einem gewissen Rahmen bleibt, wenn nicht alle anderen Komponenten hinzukommen. Und auch die gestörten Blutfettwerte sind per se alleine noch nicht gefährlich, wenn sie nicht in Kombination auftreten mit den anderen Themen. Und das wichtigste Thema dabei ist eben dieses Thema Insulinresistenz. Und darum möchte ich jetzt einmal kurz erklären, wie funktioniert denn das eigentlich? Es ist so, dass ein Hormon alleine im Körper gar nichts tut, sondern damit ein Hormon im Körper was bewirken kann, muss es an der Zelle Rezeptoren geben. Ein Hormon ist immer das Prinzip von Schlüssel und Schloss. Also Insulin dockt an einer Zelle an, weil die Zelle einen Insulinrezeptor hat. Und dann, wenn da ein Andocken stattfindet und dieser Rezeptor reagiert, dann wird die Aufgabe, die Insulin vermitteln möchte, in der Zelle ausgeführt. Die Aufgabe, die Insulin an der Zelle vermitteln möchte, ist, ich habe hier Zucker, Glucose, die muss aus dem Blut raus und muss in den Zellstoffwechsel eingeschleust werden, wo sie verwendet wird, um Energie, Zellenergie, ATP, zu produzieren. Das ist das Signal vom Insulin. Also das Signal heißt, hier hast du ein Zuckermolekül, nimm das auf und verwerte es. Jetzt ist es so, dass das total Sinn macht, wenn unsere Zellen tatsächlich Energie produzieren müssen, weil wir uns zum Beispiel bewegen, weil die Zelle arbeiten muss. Dann muss sie laufend ATP produzieren, dann muss laufend Zellenergie aktiviert werden und dann braucht die Zelle laufend Glucose. Und wir sind ja, wenn wir tagsüber so unterwegs sind, dann sind wir in Action und dann verbrauchen wir Energie und dann muss ständig Energie nachgebildet werden. Jetzt ist das ein bisschen die Frage, in welcher Geschwindigkeit das auch passiert. Wenn wir, das hat jetzt wieder was mit der Ernährung zu tun und mit der Verdauung zu tun, wenn wir zum Beispiel einfache Kohlenhydrate essen. Kohlenhydrate
habe ich hier ein kleines Bildchen oben in der Ecke, sind so Ketten, die aus so fünf Ecken bestehen oder sechs Ecken bestehen, die zusammenhängen und dann müssen sie im Rahmen der Verdauung auseinandergeschnitten werden, aufgespalten werden und diese einzelnen Zuckermoleküle, die können dann aufgenommen werden und die kommen ins Blut. Wenn jetzt so eine Kohlenhydratkette ganz lang ist, dann hat der Körper ziemlich viel Arbeit damit, die zu zerschneiden. Wenn so eine Kohlenhydratkette eher kurz ist, dann geht das ganz rasant schnell. Wir haben das Enzym dazu, die zu zerschneiden, schon im Speichel, schon im Mund. Das heißt, wenn das ganz kurzkettige Kohlenhydrate sind, wie zum Beispiel bei Auszugsmehlen, also Weißmehl in so einer Semmel oder eben bei zuckerhaltigen Getränken zum Beispiel, dann ist das schon aufgeschlossen in dem Moment, wo wir das runterschlucken. Wenn das schon aufgeschlossen ist, wenn wir das runterschlucken, dann flutet das natürlich unglaublich schnell im Dünndarm an. Der Dünndarm hat damit keine Arbeit mehr. Der muss nichts mehr zerlegen, weil ja schon alles vorzerlegt ist. Und dann geht das direkt quasi unmittelbar ins Blut und es geht ganz rasch. Das heißt, wenn wir uns so eine Blutzuckerkurve angucken, dann sind wir hier morgens aufgestanden im Beginn. Ich starte jetzt mal damit, wie das eigentlich heutzutage leider so läuft. Wir sind aufgestanden und dann haben wir gefrühstückt. Was gibt es zum Frühstück? Zum Frühstück gibt es eine Semmel mit Marmelade. Das heißt, kurzkettige Kohlenhydrate, wo der Körper keinerlei Arbeit damit hat. Wir haben es vielleicht gut gekaut. Wir haben noch einen Orangensaft dazu getrunken, nochmal gelöster Zucker. Und dann wird das direkt aufgenommen und ratzfatz landet das Ganze im Blut. Jetzt ist es so, dass unser Blut ein sehr, sehr ausgewogener Saft ist, wo es also eine bestimmte Balance von allen möglichen Stoffen geben muss. Und Zucker macht das Blut logischerweise dickflüssig. Das ist ja eine ziemlich pappige Substanz. Wenn jetzt also zu viel Zucker im Blut ist, dann ist hier erstmal Alarm angesagt, weil der Körper sagt, um Gottes Willen, das ist viel zu viel Zucker, das wird hier alles viel zu dickflüssig, ich kann so nicht arbeiten, der Zucker muss raus. Und dann schaltet er einen roten Alarmknopf um und sagt zur Bauchspeicheldrüse, hey, wir haben hier ganz viel Zucker im Programm, der muss weg. Deswegen schüttet die Bauchspeicheldrüse aus vollen Rohren Insulin aus. Da wird auch nichts mehr gemessen, weil wir befinden uns da tatsächlich in einem Zustand, der lebensbedrohlich ist. Wir spüren das nicht, aber das passiert in uns drin. Und die Bauchspeicheldrüse schüttet aus vollen Rohren Insulin raus, damit dieser Zucker aus dem Blut in die Zellen verräumt werden kann. Was passiert? Das passiert natürlich super schnell. Ja? Das heißt, der Blutzuckerspiegel sinkt ganz schnell und sinkt auch ziemlich weit, weil wir ja sehr viel Insulin produziert haben. Jetzt ist unser Problem, dass unser Gehirn total gerne von Glucose versorgt wird. Das heißt, wenn jetzt der Blutzuckerspiegel hier morgens 9:30 in Deutschland so ganz niedrig ist, dann sagt unser Hirn, boah, so kann ich mich nicht konzentrieren. Ich brauche Treibstoff. Und dann kriegen wir Heißhunger und wir kriegen selbstverständlich Heißhunger auf was Zuckriges, auf kurzkettige Kohlenhydrate, weil unser Gehirn gerne Glucose haben möchte. Also was gibt es morgens 9:30 in Deutschland? Ich muss den Markennamen nicht aussprechen, aber es gibt Keksi, zuckriges Keksi, was uns ganz schnell zur Verfügung steht und zack geht der Blutzuckerspiegel wieder rauf. An dieser Stelle geht wieder die rote Alarmlampe los. Der Zucker muss raus, wir werden alle sterben. Es wird Insulin aus vollen Rohren ausgeschüttet, wir sinken wieder in den Keller. Zum Glück ist es inzwischen Mittagszeit, also gehen wir in die Kantine. Was essen wir in der Kantine? Wir essen Nudeln, schnell verfügbare Kohlenhydrate. Der Blutzuckerspiegel steigt ganz schnell wieder an. Es gibt wieder die rote Alarmlampe. Alarm, Alarm, wir werden alle sterben. Es wird Insulin aus vollen Rohren ausgeschüttet. Wir sinken wieder in den Keller. 2 Stunden später müssen wir unbedingt einen Nachmittagssnack zu uns nehmen, weil wir sonst auf keinen Fall weiterarbeiten können. Und zack geht der Blutzuckerspiegel wieder nach oben und so geht das weiter und so geht das weiter und so geht das weiter. Wenn das jeden Tag ständig so weitergeht, dann ist es so, dass das irgendwann mal dazu führt, dass unsere Zellen, das Problem ist ja, wir laufen dazwischen auch nirgendwo hin, wir bewegen uns nicht. Das heißt, unsere Zellen, die kennen dieses Programm irgendwann und unsere Zellen haben auch die Lagerstätten voll mit Zucker und Fett und allem, was so an Vorräten gebraucht werden kann in der Zelle. Das heißt, stellen Sie sich selber vor, Sie sitzen zu Hause auf der Couch,
Die Speisekammer ist voll. Sie haben alles daheim, was Sie brauchen. Alle Pakete, die Sie bei der Post bestellt haben, sind schon längst angekommen und Sie haben sich es gerade richtig gemütlich gemacht. Und jetzt klingelt es an der Tür. Sie gehen zur Tür und dann sind es Versicherungsvertreter, die mit Ihnen über Versicherungen sprechen wollen. Beim ersten Mal machen Sie noch auf und sagen denen: Nee, ich habe schon alles, was ich brauche. Ich brauche auch keinen Teppich mehr, ich brauche auch keinen Staubsauger mehr. Sie können fortbleiben. Beim zweiten Mal gehen Sie auch noch und schauen nach. Aber beim dritten Mal ist es so, dass sie sagen: Ach, ich weiß ja schon, das sind schon wieder irgendwelche Vertreter, ich mache die Tür einfach gar nicht mehr auf. Und wenn die Zelle das macht, das Insulin klopft und klopft und die Zelle macht nicht mehr auf und nimmt keinen Zucker mehr auf, dann sind wir bei der Insulinresistenz. Das heißt, der Zucker bleibt im Blut. Wir behalten dieses Problem mit dem dickflüssigen Blut, mit dieser Notfallsituation. Und der Körper signalisiert weiter an die Bauchspeicheldrüse: Bitte Insulin ausschütten, wir brauchen noch mehr, wir brauchen noch mehr, wir brauchen noch mehr. Der Blutzucker muss irgendwie runtergehen. Die Bauchspeicheldrüse ist ein sehr, sehr fleißiges Organ, das sehr, sehr motiviert ist und sehr lange versucht zu tun, was sie kann. Sie ist allerdings evolutionär eigentlich nicht auf dieses Übermaß ausgerichtet. Das heißt, irgendwann mal geht die in die Knie und sagt: Boah, ich habe echt getan, was ich konnte, und irgendwie ändert sich an der Situation aber auch nichts. Es ist immer noch viel zu viel Zucker im Blut. Meine eigenen Zellen sind auch schon ganz verklebt und reagieren nicht mehr. Und dann stellt die Bauchspeicheldrüse die Insulinproduktion ein. Das ist Typ-2-Diabetes. Insulinresistenz ist, wenn die Zelle nicht mehr aufmacht. Typ-2-Diabetes ist, wenn als Folge daraus die Bauchspeicheldrüse irgendwann mal sagt: Boah, ich habe meinen Job getan. So. Das ist unser Hauptstoffwechselproblem Nummer eins. Und wir können sagen: Ja, es gibt sehr wohl eine erbliche Veranlagung dazu, einen Diabetes Typ 2 zu entwickeln. Aber im Prinzip ist er ernährungsmäßig selbst gemacht. Ernährungs- und bewegungsmäßig, weil eben das Verhältnis der aufgenommenen Energie mit der verbrauchten Energie nicht übereinstimmt. Jetzt heißt es nicht, dass Sie nie wieder Kohlenhydrate essen sollen. Um Gottes Willen. Wir brauchen die Kohlenhydrate für unseren Stoffwechsel. Wir brauchen die für die Versorgung unseres Gehirns. Aber wenn wir schlau sind, dann essen wir die richtigen Kohlenhydrate. Nämlich die mit der ganz, ganz langen Kette, wo der Körper Stück für Stück die Kohlenhydratketten in Einzelteile zerteilen muss, sodass er lange braucht, bis er es aufgenommen hat. Dass also nicht plötzlich auf einmal ganz viel anflutet, sondern dass so nach und nach kleine Mengen kommen, dann kommen wir auch irgendwann mal in den Bereich, wo wir vielleicht leicht drüber sind über dem, was wir eigentlich brauchen würden. Hier haben wir zum Beispiel ein schönes Vollkorn-Hafer-Porridge gegessen, mit Nüssen drin und so weiter. Das heißt, hier werden auch Kohlenhydrate freigesetzt, aber viel, viel langsamer und lang nicht so hoch. Das heißt, hier gibt es keine rote Alarmlampe, hier gibt es keine Notfallsituation, sondern hier gibt es die Info: Hey, da sind drei Zuckermoleküle zu viel, könnt ihr die bitte mal verräumen? Wir kriegen die so nicht abgearbeitet, die müssen eingelagert werden. Und dann wird für diese drei Zuckermoleküle zusätzlich Insulin ausgeschüttet und ganz langsam und vorsichtig werden diese Insulinmoleküle mit dem Zucker zu den Zellen getragen. Vereinzelt dann die Zellen, die es gerade brauchen können oder die nicht gerade zuletzt schon dran gewesen sind. Und dann sinkt natürlich der Zuckerspiegel auch irgendwann, aber sehr viel langsamer, und wir kriegen sehr viel später wieder Hunger und essen dann zum Beispiel ein schönes Ofengemüse mittags. Vielleicht mit ein paar Hülsenfrüchten dazu, also auch wieder hochwertige Kohlenhydrate mit langen Ketten, mit einem guten Proteinanteil, mit einem guten Ballaststoffanteil. Das wird ganz langsam aufgenommen und zerlegt, und es gibt eben hier keine Notfallprogramme. Und damit kommen wir in so eine Situation, wo unser Stoffwechsel eben gar nicht mehr in diese Alarmbereitschaft verfällt, sondern wo alles schön gemütlich verräumt werden kann und die Zellen ganz normal hungrig bleiben, die Zellen ganz normal auch reagieren auf den Insulinreiz und der Zucker, der anflutet, verwertet werden kann. Das wäre sozusagen das Ideal, was wir erreichen wollen. Kohlenhydrate habe ich schon vorhin gezeigt. Das Bild haben wir vor allen Dingen in Getreideprodukten, aber auch in Früchten. Wir haben Kohlenhydrate auch in Gemüse enthalten, deutlich weniger als in Obst. Wir haben Kohlenhydrate in kleinen Mengen auch in Fleisch- und Wurstwaren. In Wurstwaren wiederum in etwas größeren Mengen, weil die ganz oft auch gezuckert sind. Wir haben in Milchprodukten Kohlenhydrate. Wir haben natürlich alles, was gesüßt ist, was Zucker enthält, sind in der Regel Kohlenhydrate. Wir brauchen Kohlenhydrate als Energielieferant oder auch als Baustoff. Aber
wir müssen eben schauen, dass wir nicht zu viele davon und vor allen Dingen nicht in zu großer Menge aufnehmen, nicht in zu schneller Dosierung aufnehmen. Also nicht zu viele davon und nicht zu aufgeschlossen, sodass die nicht zu schnell in unserem Blut anfluten können. Das ist eben das, wie sich Kohlenhydrate unterscheiden. Es gibt sogenannte Monosaccharide, das heißt, das ist ein einzelnes Kohlenhydratmolekül, da muss nichts zerlegt werden, das kann direkt ins Blut aufgenommen werden, kann ins Blut aufgenommen werden und verwertet werden. Und es gibt die Disaccharide, die sehr, sehr häufig in unserer Ernährung leider vorkommen, die aus nur zwei Molekülen bestehen, die eben schon beim Kauen im Mund zerlegt werden, sodass im Darm dann auch einzelne Moleküle anfluten, die also auch nicht mehr aufgespalten werden müssen. Das betrifft die Laktose, den Milchzucker. Das betrifft natürlich alles, was mit Haushaltszucker gezuckert ist. Das betrifft aber auch Getreideprodukte, die aus Auszugsmehlen zum Beispiel gemacht sind, Weißmehlsemmeln. Das betrifft auch Bier. Das betrifft auch besonders fruchtzuckerhaltiges Obst. Da kriegen wir diese Disaccharide her. Und wir kriegen eben Oligosaccharide und Polysaccharide. Das sind pflanzliche Stärke und Kohlenhydratketten, die etwas länger sind, die nicht vollständig aufgespalten werden und sehr, sehr langsam zerschnitten werden, sodass die nicht so schnell anfluten. Letzten Endes werden auch Ballaststoffe als Kohlenhydratketten bezeichnet. Die haben so eine Sonderfunktion, weil die können wir gar nicht aufspalten. Die dienen nur unseren Mitbewohnern im Darm, unseren Symbionten dann letzten Endes als Nährstoff. Ja. Was brauchen wir also neben der richtigen Ernährung? Habe ich schon gesagt, wir müssen die Zellen wieder hungrig machen. Und wie macht man Zellen hungrig? Naja, indem man sie dazu bringt, Energie zu verbrauchen. Die meiste Energie verbrauchen Muskelzellen. Das heißt, wenn ich viele Muskelzellen habe, dann habe ich viele Mitochondrien, in denen viel Energie verbraucht wird. Das Wichtigste, was ich also tun kann, um meinen Stoffwechsel fit zu halten, ist, mich zu bewegen, damit die Muskulatur hungrig ist, damit die Muskulatur Energie verbraucht und tatsächlich auch nicht nur mich zu bewegen mit dem Ziel, Cardiotraining zu machen, spazieren zu gehen mit dem Hund, das ist super. Das ist auf jeden Fall besser als gar nichts. Und wenn wir das dreimal wöchentlich 30 Minuten machen, haben wir ganz viel gewonnen. Aber wenn wir nachhaltig tatsächlich unseren Stoffwechsel fit halten wollen und unseren Stoffwechsel verbessern wollen, dann müssen wir Muskulatur aufbauen. Und das schaffen wir nur, indem wir Muskulatur belasten. Das heißt, wir brauchen irgendeine Form von Krafttraining. Das muss nicht im Fitnessstudio an den schweren Geräten sein, wenn einem das keinen Spaß macht. Das geht auch zu Hause mit Liegestützen und Kniebeugen und so einfachen Dingen. Das geht auch zum Beispiel mit Pilates oder mit bestimmten Sportkursen, wenn man möchte. Gibt es heute alles online. Da muss man sich gar nicht mehr irgendwo hinbewegen. Man kann das wunderbar zu Hause machen. Wichtig ist, dass man es macht und dass man es regelmäßig macht. Das ist das A und O für den Stoffwechsel. Wenn wir Muskulatur belasten, bilden sich neue Muskelzellen, bilden sich noch mehr Mitochondrien, es wird noch mehr ATP produziert und damit wird Zucker abgebaut. Und das macht die Zelle hungrig, weil dann die Lagerbestände leer werden. Dann reagiert sie wieder aufs Insulin und die Insulinresistenz ist sozusagen vom Tisch. Ganz vereinfacht dargestellt. Also ich glaube, wir haben verstanden, dass wir mit der Ernährung das Thema Stoffwechsel ganz intensiv beeinflussen können und dass wir mit dem Thema Bewegung auf jeden Fall sozusagen den Hauptblumentopf gewinnen. Aber ich wäre nicht ich, wenn wir nicht noch ein paar Strategien heute Abend besprechen würden, was wir tun können, um den Stoffwechsel zusätzlich zu unterstützen, um sozusagen eine Stoffwechselaktivierung zu erzeugen mit Hilfe von Mitteln aus der Natur. Und eine Pflanze, die da als allererstes auf der Liste stehen muss, weil sie die Stoffwechselpflanze schlechthin ist, ist der Löwenzahn. Löwenzahn, so langweilig das klingt, ist einfach eine echte super Zauberpflanze für den Stoffwechsel und ein richtig gutes Basistherapeutikum für alle chronischen Erkrankungen und für alle Stoffwechselerkrankungen. Löwenzahn kennen wir als Ausleitungspflanze. Löwenzahn heilt ja den Boden da, wo er wächst. Wenn der Boden überdüngt ist, dann reinigt der Löwenzahn den Boden, er durchlüftet den Boden, sodass dann tatsächlich auch anschließend der Boden wieder urbar gemacht werden kann. Und so wie er das im Boden macht,
macht er das im Menschen auch. Wenn wir uns selbst zu viel überdüngt haben, also das heißt, zu viel gegessen haben, zu viele Makronährstoffe gegessen haben, da ist übrigens ganz egal, welche Makronährstoffe wir zu viel essen, gell? Jeder Überschuss führt irgendwann in ein Stoffwechselproblem. Also auch wenn wir jetzt eine Low-Carb-Diät machen und dann viel zu viele Eiweiße und Fette zuführen, ist das für den Stoffwechsel auch nicht optimal. Das führt vielleicht nicht direkt in den Diabetes, aber es führt zu anderen Stoffwechselungleichgewichten. Generell gilt, egal ob wir jetzt uns auf Kohlenhydrate oder Eiweiße oder Fette fokussieren, wir müssen das, was wir an Energie zuführen, auch verbrauchen. In dem Moment, wo wir das nicht tun, in dem Moment, wo wir mehr Energie zuführen in Kalorienform, als wir verbrauchen, gibt es eine Gewichtszunahme, gibt es Einlagerungen von Fett in den Zellen und gibt es auch die Gefahr davon, dass der Stoffwechsel in so ein Übermaß gerät, wo dann Insulinresistenzen sich entwickeln. Also wenn wir uns überdüngt haben, weil wir zu viele Makronährstoffe zugeführt haben, mehr als wir verbraucht haben, hilft uns der Löwenzahn, weil er eben den Stoffwechsel anregt. Der erleichtert die Fettverdauung, weil er ein guter Bitterstoff ist. Er bringt den Gallensaft ins Fließen, er bringt auch den Bauchspeichel ins Fließen. Er aktiviert eigentlich alle großen Drüsen. Er ist ein super Entgiftungsmittel, weil er eben nicht nur die Leber aktiviert, sondern auch den Harnfluss anregt, das heißt auch über die Niere ausscheiden hilft. Der Löwenzahn aktiviert auch die Lymphe, sodass alles, was da so an Stoffwechselnebenprodukten irgendwie anfällt, gut abtransportiert werden kann, gut ausgeschieden werden kann. Er entlastet auch den Hautstoffwechsel, sodass wir den auch geben können, wenn sich jetzt tatsächlich irgendwelche Probleme an der Haut zeigen mit Akne oder Ekzemen oder dergleichen. Löwenzahn ist ein Mittel, was wir traditionell verwenden bei rheumatischen Beschwerden und bei Gicht. Auch da hilft er, weil er hilft, eben diese Entzündungsprozesse ein bisschen zu lindern. Und er hilft, das, was ins Stocken und ins Stauen geraten ist, auch in der Zelle, auch im Gewebe, auch im Gelenk, wieder in Fluss zu bringen. Nicht nur auf körperlicher Ebene, das macht er auch auf seelischer Ebene mit uns. Der Löwenzahn, wenn wir uns den angucken, der ist super schnell in allem, was er tut. Er ist in dem Frühjahr so einer der ersten, der so aus dem Nichts raus eigentlich in der Wiese plötzlich wächst mit seiner Blattrosette. Zweimal gezwinkert ist auch schon diese Knospe da, die man übrigens pflücken kann und ernten kann und wunderbar als Salattopping in Olivenöl rausbraten kann mit ein bisschen Kräutersalz, schmeckt ganz hervorragend. Nicht alle essen, weil ein paar wollen dafür die Bienen lassen. Und wenn wir gerade es geschafft haben, drei von diesen Knospen abzuernten, dann puff, ist auch schon alles in diesen gelben, wunderbaren Blütenmeer aufgeblüht, der, was für mich so der Inbegriff eigentlich von Frühling ist, so diese Löwenzahnwiese. Und dann drehen wir uns noch zweimal um die eigene Achse und schon sind die Blüten auch wieder weg und haben sich als Pusteblume überall in den Wind verteilt. Es ist eine unglaubliche Geschwindigkeit. Der Löwenzahn ist ständig in Bewegung, ständig in Wandlung und er passt sich an alles an. Egal, ob er jetzt auf einem überdenkten Acker wächst oder in der Mauer, er kann sich überall anpassen. Einmal macht er ein bisschen größere Blätter, einmal ein bisschen kleinere Blätter. Er passt sich einfach an den Standort an, er lässt sich davon gar nichts ins Boxhorn jagen. Das heißt, er vermittelt uns eben diese Wandlungsfähigkeit, diese Beweglichkeit, auch diese geistige Beweglichkeit und er vermittelt uns auch Anpassungsfähigkeit, auch auf geistiger Ebene. Das heißt, wenn wir geistig so ein bisschen festgefahren sind, Schwierigkeiten haben, uns an was Neues anzupassen, kann der Löwenzahn das Mittel der Wahl sein. Löwenzahn ist eben auch die Pflanze, die wir nehmen, wenn wir jetzt den Gewichtszunami ein kleines bisschen einschränken wollen, weil der Löwenzahn den Stoffwechsel in Schwung bringt. Man hat also festgestellt, dass tatsächlich der Löwenzahn unterstützen kann, dass selbst wenn jetzt gar nichts geändert wird, sondern die Ernährungsweise beibehalten wird, dann wird die Gewichtszunahme durch den Löwenzahn reduziert. Ich würde natürlich nicht empfehlen, alles beizubehalten. Weil wir wollen ja nicht nur die Gewichtszunahme reduzieren, sondern wir wollen ja tatsächlich unseren Stoffwechsel in Schwung bringen. Aber wenn wir jetzt tatsächlich eben sagen, ich packe es jetzt an, ich bringe jetzt meinen Stoffwechsel wieder nach Hause, dann stellen wir die Ernährung um und bewegen uns mehr. Und dann ist der Löwenzahn die Pflanze, die uns hilft, damit wir schnellere Fortschritte sehen können, was uns dann motiviert. Ganz abgesehen davon, dass er eben überhaupt so eine Pflanze ist, die in Bewegung bringt. Das heißt, er ist schon auch so eine Pflanze für den Couch-Potato.
der so keine Lust hat, sich zu bewegen, weil der Löwenzahn eben auch Lust darauf macht, wieder rauszugehen, sich zu bewegen, das Leben wieder anzupacken, den Fluss der Lebensenergie in sich wieder zu spüren. Das ist das, was der Löwenzahn uns vermittelt. Also eine 1A-Stoffwechselpflanze, die eben jetzt bei Evolution als Kräutertinktur verfügbar ist oder eben auch in verschiedenen Tees enthalten ist, im Lebertee zum Beispiel auch mit enthalten ist zur Stoffwechselaktivierung oder auch in den Kardinaltinkturen, in verschiedenen Tinkturen enthalten ist. Oder man sammelt sie im Frühjahr und isst sie direkt vom Feld. Auch das geht natürlich. Der Löwenzahn wirkt eben sehr, sehr ganzheitlich und eigentlich in jeder Form, in der wir ihm zuführen. Eine nicht ganz so verbreitete Pflanze bei uns zumindest, die wunderbar für den Stoffwechsel ist, ist die Safflor-Bergscharte. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nirgendwo anders im Programm gefunden. Das ist eine Distelart, die vor allen Dingen in höheren Lagen in Osteuropa beheimatet ist und die dort als Adaptogen eigentlich eingesetzt wird für Menschen, die viel Stress haben, aber auch für Menschen, die besonders viel körperlich leisten müssen. Auch im Leistungssport zum Beispiel wird die Safflor-Bergscharte gerne unterstützend verwendet, weil sie tatsächlich das Muskelwachstum fördert und auch die Muskelregeneration unterstützt. Wenn man Safflor-Bergscharte nimmt, kriegt man ein bisschen weniger Muskelkater, wenn man sich gerade im Kraftaufbau befindet. Und der Kraftaufbau wird auch beschleunigt. Also das Training ist effektiver und effizienter, wenn man vor dem Training ein paar Tropfen Safflor-Bergscharte nimmt, und die Regeneration ist besser, wenn man sie nach dem Training nochmal nimmt. Durch die verbesserte Effizienz des Krafttrainings bietet die Safflor-Bergscharte auch einen gewissen Schutz vor Osteoporose, weil der Muskelreiz und die Kräftigung der Muskulatur ist mit der absolut allerwichtigste Schutz vor dem Knochenabbau. Da gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen dem Muskelstoffwechsel und dem Knochenstoffwechsel. Und wenn wir die Muskulatur regelmäßig belasten und den ganzen Bewegungsapparat regelmäßig belasten, dann bilden sich gar nicht so sehr diese Abbauprozesse, die da in der Osteoporose passieren. Das Ding heißt ja nicht umsonst Bewegungsapparat und nicht Sitz- und Bettapparat, gell? Das ist uns schon bewusst, dass eigentlich wir wirklich regelmäßig uns bewegen sollten und die Muskulatur belasten müssen. Die Safflor-Bergscharte schützt aber insgesamt so ein bisschen vor der Entstehung des metabolischen Syndroms, jetzt gar nicht nur als Anabolikum für den Kraftsportler, sondern die Safflor-Bergscharte unterstützt auch den Stoffwechsel im Hinblick auf den Blutzuckerausgleich, weil sie nämlich in der Lage ist, die Sensitivität der Insulinrezeptoren an den Zellen zu erhöhen. Das heißt, die Zelle reagiert besser auf das Insulin, wenn wir Safflor-Bergscharte zur Unterstützung einnehmen. Und damit wird der Blutzuckerspiegel stabilisiert und wir haben eine leichte antidiabetische Wirkung. Ich sage es nochmal, weiterhin Weißmehlbrötchen essen, 5-mal am Tag und sich nicht bewegen und nur diese Tinktur einnehmen, wird vielleicht dazu führen, dass sich die Prozesse um 3 Tage verlangsamen, aber es wird das Problem nicht beheben. Ja, damit werden wir keinen Diabetes los. Das sind alles Dinge, die wir begleitend machen zu dem, dass wir unser Leben verändern, dass wir wieder in Schwung kommen. Die Safflor-Bergscharte reguliert nicht nur die Reaktion der Zellen aufs Insulin, sondern sie reguliert auch die Insulinausschüttung mit, sodass also hier die Bauchspeicheldrüse sich nicht so sehr verausgabt, sondern dass da eine bessere Kontrolle stattfindet. Nicht nur auf den Blutzuckerspiegel hat die Safflor-Bergscharte Einfluss, sondern auch auf die Blutfette. Und wir haben uns ja vorher gemerkt, dass die Insulinresistenz nur einer von 4 Faktoren ist. Der zweite oder ein zweiter von diesen 4 Faktoren beim metabolischen Syndrom sind die Blutfette, die Blutfettwerte. Und wenn wir da ein Problem haben, kann die Safflor-Bergscharte eben begleitend hilfreich sein, um diese Blutfettwerte auszugleichen. Vor allen Dingen eben auch, wenn es einen erhöhten Cholesterinspiegel beziehungsweise erhöhten LDL-Cholesterinspiegel gibt. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit dem Cholesterinspiegel, weil der alleine, ein erhöhter Cholesterinspiegel, hat für mich noch keinen Krankheitswert. Zum einen ist es so, dass immer die Frage ist, ist das nicht vielleicht genetisch bedingt und war immer schon so? Es gibt einfach Menschen, die von Haus aus einen höheren
Cholesterinspiegel haben, als es heute in der Norm angegeben ist. Die Werte haben sich sehr stark verändert über die letzten Jahrzehnte. Und zum anderen ist es so, dass Cholesterin eine ganz wichtige Ausgangssubstanz für verschiedene Dinge im Körper ist. Zum Beispiel für unsere Steroidhormone, zum Beispiel für Gallensäuren, zum Beispiel für das, was der Körper aus Vitamin D machen soll. Das heißt, wenn jetzt der Körper plötzlich Cholesterin erhöht und einfach nur das Gesamtcholesterin erhöht, dann muss ich mich fragen, warum tut er das? Was hat er für einen Mangel, den er versucht auszugleichen mit dieser Grundsubstanz? Und dann macht es natürlich keinen Sinn, einfach den Cholesterinspiegel runterzudengeln, indem man irgendwie Statine einnimmt, weil man damit möglicherweise noch mehr Probleme dann befeuert. Wenn es allerdings so ist, dass der Cholesterinwert nur leicht erhöht ist, dass aber das Verhältnis zwischen dem guten und dem schlechten Cholesterin, also dem HDL, das was das gute Cholesterin ist, was das Cholesterin quasi wieder aus der Peripherie heraustransportiert, also quasi aus den kleinen Gefäßen wegtransportiert, sodass sie nicht verstopfen können. Wenn das zu wenig ist im Verhältnis zum LDL, zu demjenigen Cholesterinanteil, das in die Peripherie transportiert wird und dann möglicherweise kleine Gefäße verstopft, dann müssen wir was tun, um hier eben den Ausgleich zwischen diesen beiden Marker zu schaffen. Und da ist die Safflorbergschatte eine Pflanze, die hilfreich sein kann. Es gibt noch viele andere, aber Safflorbergschatte kann das eben sehr, sehr gut. Das heißt, die macht uns Kraft, sodass wir auch wieder genügend Energie haben, uns zu bewegen. Sie macht unsere Bewegung effizienter. Sie reguliert den Blutzuckerspiegel und sie unterstützt unsere Blutfettwerte. Ist also schon mal eine ziemlich gute Hilfspflanze, ziemlich gutes Pflanzenhelferlein, wenn wir das Gefühl haben, jetzt wird es Zeit, was zu tun für den Stoffwechsel. Eine Pflanze, die ein bisschen subtiler ist, aber nicht weniger wirksam, ist die Gundelrebe, wieder bei uns heimisch. Wieder eine Frühlingspflanze, auch eine der allerersten, die sich so nach dem Schnee, nach dem Winter durch den Schnee durchtrauen. Die ist im Prinzip ist die Gundelrebe diejenige, die das Frühlingsgrün wieder so richtig bringt, die uns sagt, so, jetzt ist der Winter überstanden, jetzt ist der Schnee vorbei. Da, wo ich wohne, gibt es noch wirklich richtig viel Schnee. Und wenn die Gundelrebe durch den Schnee durchkommt, dann wissen wir, okay, der Winter ist geschafft, schlimm kann es nicht mehr werden. Die Gundelrebe ist ein Lippenblütler. Die Lippenblütler sind dem Menschen sehr, sehr zugewandt. Es gibt keine giftigen Komponenten bei den Lippenblütlern. Alle Lippenblütler haben starke entzündungshemmende Eigenschaften, starke wundheilende Eigenschaften, antimikrobielle Eigenschaften. Das heißt, sie können Bakterien in ihrem Wachstum hindern, auch Pilze im Wachstum unter Umständen hindern. Und zusätzlich regt die Gundelrebe den Stoffwechsel insgesamt an. Sie bringt Frühlingskräfte in den Körper. Sie bringt wirklich alles in Schwung. Den Lymphfluss bringt sie in Schwung, den Stoffwechsel auf Zellebene bringt sie in Schwung und sie bringt auch unsere Entgiftungsprozesse wieder in Schwung, und zwar nachhaltig und insgesamt. So unscheinbar und so klein und so zart die Gundelrebe aussieht, sie ist tatsächlich eine von den Pflanzen, die uns hilft, Schwermetalle auszuleiten. Und wir haben uns ja vorhin gemerkt, dass die Bauchspeicheldrüse das toxinaffinste Organ im Körper ist, wo sich Schwermetalle gerne anlagern. Das heißt, wir entlasten die Bauchspeicheldrüse auf jeden Fall, wenn wir es schaffen, diese Entgiftungsprozesse zu stärken und zu unterstützen. Man kann die Gundelrebe bei Magen-Darm-Katarren einsetzen, bei Bauchschleimhautentzündungen, Magenschleimhautentzündungen. Eben, sie hat wundheilende Kräfte. Gundelrebe heißt auch Gundermann im Volksmund und das Wort Gundermann heißt übersetzt der Herr des Eiters. Das heißt, alles, was eitrige Entzündungen sind, ob das jetzt der eitrige Zahn ist, ob das irgendwelche Furunkel sind, kann die Gundelrebe hilfreich sein. Entweder indem man sie aufträgt oder auch indem man sie systemisch einnimmt. Guckt man so ein bisschen wieder auf diese wesensgemäße Ebene, dann ist die Gundelrebe eben diejenige Pflanze, die alles, was durch Kälte ins Stocken geraten ist, erstarrte Prozesse, erkaltete Prozesse, also jetzt gar nicht unbedingt durch physische Kälte, sondern vielleicht auch durch die Art, wie wir unser Leben geführt haben, erstarrte Prozesse, die in die Kälte gefallen sind, werden von der Gundelrebe wärmend neu durchdrungen. Die Gundelrebe hat eben die Fähigkeit, den Schnee schmelzen zu lassen. Also sie selbst kann ihr eigenes Umfeld so verändern, dass sich die Temperatur verändert und der Schnee rundherum schmilzt. Und das hilft, wenn man es jetzt übertragen möchte, im Körper eben, uns neu zu beleben. Und sie bringt uns das Vertrauen,
zurück oder sie vermittelt in uns das Vertrauen, dass nach jedem Winter immer auch ein Frühling kommt. Also das Vertrauen in das Leben selbst sozusagen wird wiederhergestellt. Die Gundelrebe ist ein ganz wichtiges Kraut als Katalysator für Menschen, die so chronische Erkrankungen haben oder Therapieblockaden haben, wo man versucht hat, Therapiekonzepte anzusetzen und irgendwie wirkt nichts so richtig durchschlagend. Ganz oft ist es so, dass so ein Therapiekonzept einfach doppelt so gut wirkt, wenn man 2 Wochen vorher lang mal die Gundelrebe gegeben hat, weil die eben den gesamten Stoffwechsel aktiviert und damit auch diese Therapieblockaden auflösen kann und weil sie auf seelischer Ebene das Vertrauen in die Selbstheilungskräfte zurückbringt. Das Vertrauen darin, dass alles wieder gut werden kann. Wenn Menschen so lange chronisch krank sind und lange chronische Probleme haben, dann glauben die gar nicht mehr dran, dass es gut werden kann. Die wissen gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, wenn es gut ist. Und da kann die Gundelrebe eben helfen, dieses Vertrauen wiederherzustellen, den Glauben an den Frühling wieder zurückzubringen. Und noch eine Pflanze möchte ich gerne vorstellen, die was mit dem Stoffwechsel zu tun hat, mit Fett- und Zuckerstoffwechsel. Das ist die Artischocke. Die Artischocke kennen wir, ist auch eine Distel, kennen wir als Lebensmittel als sehr leckeres. Aber sie ist eben auch eine ganz tolle Heilpflanze, von der wir wissen, dass sie ganz stark den Gallenfluss anregt und reguliert. Damit entlastet sie die Leber, damit hilft sie uns, Fette besser zu verdauen und zu verwerten. Die Artischocke gehört jetzt auch zu den Pflanzen, die hilft, den Cholesterinspiegel zu regulieren. Also auch wenn das Verhältnis zwischen HDL und LDL nicht gut stimmt, nicht in Ordnung ist. Und die Artischocke hilft mit dieser anregenden Art auf die Verdauungsdrüsen auch Völlegefühl und Blähungen zum Beispiel entgegenzuwirken. Guckt man sich jetzt die Artischocke als Pflanze an, dann ist die in ihrem Wachstum super üppig. Die macht riesige Blätter. Alles ist völlig im Übermaß bei der Artischocke. Und gleichzeitig ist es aber so, dass sie eine Art Wachsüberzug auf den Blättern hat, mit dem sie sich selber vor diesem Übermaß im Prinzip schützt, weil dieses riesengroße, ausladende Wachstum eigentlich dazu führt, dass sie viel zu viel Flüssigkeit verdunsten würde. Und damit das nicht passiert, legt sie diese Wachsschicht über sich selber drüber. Wenn Sie mal die Blätter anfassen, die sind ganz weich, aber sie sind so ganz komisch wachsig, damit eben diese Verdunstung nicht passiert. Das heißt, sie hat auch dieses Prinzip in sich oder trägt dieses Prinzip in sich, dieses Übermaß einzugrenzen oder die Folgen des Übermaßes einzugrenzen. Wenn man das jetzt übertragen möchte, dann ist die Artischocke im Prinzip diejenige, die uns hilft, das Mittelmaß zu finden. Es gibt Menschen, die können entweder, sind die fast richtig in so einer Binge-Eating-Situation und können überhaupt nicht mehr aufhören zu essen, oder sie sind auf Null-Diät. Es gibt nur den totalen Genuss oder die Askese. Und diesen Mittelweg, der gesund wäre, zu dem finden sie keinen Zugang. Und für diese Menschen ist die Artischocke eben der richtige Begleiter, weil die Artischocke uns eben hilft zu vermitteln zwischen diesen Extremen. Das betrifft natürlich nicht nur das Essen. Gell? Wenn man diese übertragenen Werte nehmen möchte, die man jetzt zum Beispiel eben gerade in der Essenz sehr, sehr gut abgebildet hat, dann ist es überhaupt so, dass wenn jemand immer zwischen Übermaß und absoluter penibler Kleinkariertheit schwankt in bestimmten Themen, dann ist die Artischocke diejenige, die uns hilft, den Weg zum Grau zu finden, den Weg zum Mittelweg zu finden. Traditionell ist es so, dass sie auch als Bitterstoff logischerweise fungiert. Das heißt, sie hilft uns, Heißhungerattacken zu regulieren, gerade wenn so besonders viel Heißhunger auf süß ist oder Heißhunger auf Kuchen fetthaltig und süß ist, hilft die Artischocke da so ein bisschen diesen Heißhunger zu regulieren und leichter verzichten zu können auf solche Dinge. Außerdem wird sie eben auch zur Anregung des Stoffwechsels verwendet. Das heißt, klassischerweise nimmt man die Artischocke auch als Begleitpflanze, wenn man jetzt bei der Frühjahrskur die Weihnachtspfunde wieder loswerden möchte. Auf emotionaler Ebene löst sie stagnierte Wut und Aggression. Das sind ja die Themen, die sozusagen in der Leber, in der Galle vergesellschaftet sind. Und sie befreit uns von materieller Anhaftung. Also sie hilft uns, mit dem Thema Übermaß geregelt umzugehen, könnte man sagen. Wir haben die Artischocke in verschiedenen Varianten bei Evolution, nämlich einmal als Essenz,
für den Stoffwechsel, für dieses Thema, für den Stoffwechsel auf sehr subtile Art und Weise, für dieses Thema Übermaß und Askese. Als Hilfsmittel für die Heißhungerattacken ist es auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Wir haben die Artischocke ganz stofflich als Pflanzenauszug tatsächlich in den Formel LE5 Leberkapseln. Wenn wir jetzt wirklich den Stoffwechsel anregen wollen, wenn wir den Gallefluss anregen wollen, wenn wir Cholesterinwerte verändern wollen, wenn wir wenn wir einfach die Gewichtsabnahme unterstützen wollen, wenn wir den Weihnachtsspeck sozusagen loswerden wollen. Und wir haben sie auch enthalten in verschiedenen Kardinaltinkturen. Die Kardinaltinkturen sind ja eine ganz, ganz tolle Geschichte, sind sehr, sehr schön zusammengesetzte Komplexe, wo sich einfach vorher schon mal jemand Gedanken gemacht hat, welche Pflanzen würden denn vielleicht synergistisch wirken. Da haben wir eben den mit Komplex 9, der mit dem Stoffwechsel was zu tun hat, und wir haben den Reihkomplex 2, der mit Reinigung und Darmgesundheit was zu tun hat, und mit dem inneren Alchemisten, da ist die Artischocke mit drin, und wir haben sie auch enthalten in dem Dia-Komplex 5 in der Kardinaltinktur, die ich jetzt hier nochmal näher vorstellen möchte, weil sie super gut ist zur Begleitung, wenn man eben Blutzucker Themen und Diabetes-Vorstufen oder Insulinresistenzen unterstützen möchte, also beziehungsweise den dagegen wirken möchte, gegen diese Stoffwechselstörungen. Es ist ein Komplex aus mehreren pflanzlichen Substanzen, die hier alchemistisch aufbereitet sind, spagyrisch aufbereitet sind. Das heißt, die sind auch sehr, sehr gut verträglich und wirken eben nicht ausschließlich auf einer körperlichen Ebene, sondern wirken auch auf Geist und Seele ein bisschen. Auf körperlicher Ebene wollen wir da in dem Fall ja jetzt eingreifen. Ist es so, dass wir eben dank der Auszüge aus dem Zimt, Zimt ist eine Substanz, von der wir wissen, dass sie den Blutzuckerspiegel regulieren helfen kann. Auszüge aus dem Zimt helfen eben den Blutzuckerspiegel regulieren. Wir haben Topinambur und Zichorienwurzel drin, die die Aufnahme und die Verwertung von Zuckermolekülen regulieren und uns dabei sozusagen unterstützen, die auch die Bauchspeicheldrüse entlasten helfen. Wir haben den Löwenzahn mit drin, über den wir schon was gehört haben, und den Ginseng, von dem wir auch wissen, dass er ganz allgemein Stoffwechseln anregend wirkt. Wir haben Heidelbeere drin. Die Heidelbeere wird in der Volksmedizin auch als pflanzliches Insulin bezeichnet, weil sie eben auch helfen kann, den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Wir haben die Artischocke eben mit drin. Wir haben Boxhornklee mit drin. Ginkgo verbessert die Fließeigenschaften des Blutes, verbessert vor allen Dingen auch die Durchblutung der besonders kleinen Gefäße, was eben ganz wichtig ist, weil ja die Langzeitfolge von diesen Diabetesgeschichten die ist, dass dieser pappige Zuckerklebebrei, der ja nicht mehr aus dem Blut rausgeht, der verstopft vor allen Dingen die kleinen Gefäße. Und wenn diese kleinen Gefäße nach und nach verstopfen, dann hat das eben schlimme Langzeitfolgen, die dann irgendwann doch auch Schmerzen bereiten. Aber zunächst mal spüren wir das einfach leider von außen oder von innen nicht. So, und Ginkgo hilft also, diese Mikrozirkulation des Blutes zu verbessern und diese Durchblutung in den kleinen Gefäßen auch zu verbessern. Genau, Enzian ist noch mit drin als Bitterkraut, was eben auch nochmal den Appetit regulieren hilft, was die Eiweißverdauung auch verbessert, was insgesamt auch die Bauchspeicheldrüse entlastet. Das ist also eine super tolle Kombination verschiedener pflanzlicher Dinge, die uns eben insgesamt helfen, den Stoffwechsel zu unterstützen. Gleichzeitig werden die Leber und die Niere angeregt, sodass auch die Ausleitung aktiviert wird, was tatsächlich oftmals auch im Blutbild dann sichtbar wird, weil sich Blutwerte verbessern, wenn man das konsequent einnimmt. Und ich habe gesagt, wir haben nicht nur eine körperliche Wirkung, sondern wir haben auch eine Wirkung auf geistig-seelischer Ebene, weil uns eben die Pflanzen in dieser Kombination ein bisschen helfen, dem Leben mit mehr Humor zu begegnen. Also die Bitterstoffe, die drin sind, die machen das Herz froh, hat Paracelsus gesagt, und machen gute Laune. Die Wegwarte hilft, dass man, also die Zichorienwurzel hilft, dass man ganz im Hier und Jetzt bleiben kann. Der Löwenzahn bringt uns in geistige Wandlungsfähigkeit, macht uns anpassungsfähig und macht uns Lust aufs Leben selber. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Humor und können manche Dinge mit mehr Gelassenheit nehmen, sodass wir dann uns nicht mehr die Süße des Lebens über die Ernährung zuführen müssen, weil wir wieder einen Sinn für die Süße des Lebens entwickeln, auch so.
ja, ohne dass wir ständig irgendwie Zucker in uns hineinstopfen. Wenn wir jetzt Pflanzenextrakte haben wollen, die wirklich ganz intensiv auf körperlicher Ebene reagieren und uns unterstützen, dann gibt es hier diese Blutzucker-Glucose-Stop-Komplex-Kapseln, die ich auch ziemlich spannend zusammengesetzt finde. Da ist die Bittergurke drin, Momordica, zu der es ganz viele Untersuchungen gibt, die eben, von der man inzwischen bestätigen kann, dass sie den Insulinhaushalt und den Zuckerhaushalt regulieren hilft. Es ist Nopal drin, die Kaktusfeige, die Heißhungerattacken regulieren hilft, auch einen positiven Einfluss hat auf den Blutzuckerspiegel und den Muskelaufbau und die Muskelregeneration fördert, ganz ähnlich wie die Safflerbergscharte. Es ist Zimt drin, von dem ich schon gesagt habe, von dem wissen wir schon ganz lange, dass er den Stoffwechsel aktiviert und den Blutzuckerspiegel senken kann. Es sind B-Vitamine drin, weil die den Stoffwechsel aktivieren. B-Vitamine sind die Katalysatoren, die Kofaktoren überall im Stoffwechsel. Und wenn im Stoffwechsel irgendwas läuft, dann brauchen wir B-Vitamine. Und wenn im Stoffwechsel was schief läuft, dann brauchen wir mehr B-Vitamine, dann werden die einfach nicht optimal verwertet. Drum ist es so, dass in dem Moment, wo eine Insulinresistenz besteht oder ein Diabetes besteht oder auch nur ein Verdacht darauf, dass es dahin gehen könnte, brauchen wir auf jeden Fall vermehrt B-Vitamine und müssen schauen, dass der B-Vitaminhaushalt gut aufgefüllt wird. In diesen Blutzucker-Glucose-Stop-Kapseln ist noch Zink und Chrom mit drin. Zink ist ein Coenzym in über 300 verschiedenen Stoffwechselreaktionen. Das heißt, wir brauchen es auch tatsächlich überall. Chrom ist vor allen Dingen dort beteiligt, wo es um die Verwertung von Zucker geht und um die Konstanthaltung des Blutzuckerspiegels. Wir haben OPC, Quercetin und Alpha-Liponsäure mit in diesen Kapseln mit drin. Das sind starke Antioxidantien, die eben helfen, freie Radikale abzufangen, weil wir wissen, dass eine diabetische Stoffwechsellage zu vermehrt oxidativem Stress führt, was dann zu vermehrt stiller Entzündung führt, was dann die Entstehung von chronischen Erkrankungen und bösen Langzeitfolgen von Zuckererkrankungen den Weg ebnet. Das heißt, wir wollen gerne vermehrt Antioxidantien haben, wenn wir den Stoffwechsel wieder in Einklang bringen wollen. Mit diesem Komplex können wir eben helfen, den Blutzuckerspiegel zu regulieren und die Zuckerverwertung in der Zelle zu verbessern. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde es wichtig, das zu sagen. Burger und Weißmehlsemmeln futtern, auf der Couch liegen bleiben und diese Kapseln schlucken, wird das Problem nicht lösen. Wir müssen schon auch ein bisschen was tun. Wir müssen uns wert sein, dass wir von der Couch wieder hochkommen. Aber dann helfen uns so Pflanzenextrakte, wie jetzt hier in dem Blutzucker-Glucose-Stop-Komplex, einfach schneller Erfolge zu haben, was uns motiviert, was uns dann Spaß macht und was uns auch hilft, bei der Stange zu bleiben. Und darum geht's. Gell? Es geht darum, nachhaltig Heißhungerattacken zu mildern und nachhaltig Übergewicht und diabetische Stoffwechsellage zu regulieren. Drum gibt man solche Dinge begleitend. Das ist nicht die alleinige Lösung, aber begleitend sind sie eine ganz, ganz großartige Unterstützung. Die Langzeitproblematik von Zuckererkrankungen oder Insulinresistenz ist eben die, dass Gefäße verstopfen. Wenn es die kleinen Gefäße im Auge sind, gibt es sogenannte Retinopathien. Das heißt, es kann zu Erblinden führen. Wenn es die Gefäße an der Niere sind, kann es Niereninsuffizienzen geben, weil dann die Nierenfunktion geschädigt wird. Wenn es die kleinen Gefäße in der Peripherie sind, im Gewebe an den Beinen zum Beispiel sind, dann werden diese ganzen kleinen Nerven nicht mehr gut durchblutet. Dann gibt es Polyneuropathien und wir spüren uns nicht mehr. Wenn wir uns dann verletzen, ist dort auch die Durchblutung herabgesetzt, weil die kleinen Gefäße verstopft sind und dann heilen ganz kleine Verletzungen nicht mehr und es entwickeln sich aus ganz kleinen Verletzungen ganz große Wundflächen, die dann entzündet sind und wo dann Gewebe richtig abstirbt, was bis zur Amputation führen kann. Das sind Langzeitfolgen von Zucker. Der tut nicht weh, der erhöhte Zuckerspiegel, aber langfristig macht er uns wirklich ernsthaft krank. Und wenn er irgendwann mal dann eben im Herz-Kreislauf-System endgültig angekommen ist, dann ist es halt der Herzinfarkt, der droht, weil dann eben die kleinen Gefäße am Herzen auch verstopfen. Und das wollen wir vermeiden und deswegen schauen wir, dass wir in Bewegung kommen und dass wir diese Langzeitfolgen einfach schon frühzeitig von uns wegschieben. Wir haben den Blutzucker-Glucose-Stop und den Dia-Komplex 5 zusammengepackt und haben das als Blutzucker-Set im Angebot bei Evolution, damit man sozusagen auf körperlicher Ebene und auf ganzheitlicher Ebene gemeinsam angreifen kann, wenn man sagt, jetzt geht's los, jetzt kommen die ganzen
Corona-Pfunde wieder runter, jetzt bringe ich meinen Stoffwechsel wieder in Schwung. Ergänzend kann man noch darüber nachdenken, Dinge zu tun, die anti-entzündlich wirken, wie zum Beispiel Kurkuma-Extrakt. Kurkuma-Extrakt ist ein ganz tolles, oder Kurkuma ist eine ganz tolle Pflanze, die uns unterstützt, weil sie antioxidativ wirkt, weil sie Entzündungen aller Art ausbremst und gleichzeitig hat Kurkuma eine ganz positive Wirkung auch auf den Stoffwechsel, sodass das ziemlich gut reinpasst, wenn eben so eine diabetische Stoffwechsellage vorliegt oder wir das ausbremsen wollen, verhindern wollen. Kurkuma wirkt leberentgiftend, steigert unsere Entgiftungsleistung. Es regt den Gallenfluss an, es verbessert die Fettverdauung, es wirkt antientzündlich an der Darmschleimhaut auch. Es kann die Entstehung von Polypen im Darm ausbremsen. Es bremst die Entstehung von Krebs aus. Es bremst auch die Entstehung von Metastasen aus, wenn schon Krebs da ist. Kurkuma hat irrsinnig viele Funktionen. Ich will es jetzt heute Abend gar nicht überziehen, weil der Abend eh schon wieder so lange gedauert hat und Sie so viel Geduld mit mir haben. Aber ich will einfach nochmal gesagt haben, Kurkuma ist eine super tolle Entzündungsbremse und eine ganz große Stoffwechselstütze. Das heißt, man kann so ein Konzept begleitend eben durchaus unterstützen, wenn man Kurkuma-Extrakt dazu gibt. Kurkuma hat den einen Pferdefuß, dass es ein bisschen Schwierigkeiten hat mit der Resorption. Wir können es nicht gut aufnehmen, wir können es nicht verwerten. Und es gibt verschiedene Wege, die Verwertung, die Aufnahme von Kurkuma zu verbessern. Zum Beispiel, indem man es kombiniert mit Piperin, dem sekundären Pflanzenstoff aus dem schwarzen Pfeffer. Das verbessert die Resorption von Kurkuma ums Tausendfache. Und so ist es jetzt bei Evolution eben in den Kapseln drin, dass wir hier einen Synergieeffekt haben, damit wir dieses Kurkuma eben auch gut aufnehmen können. Sie wissen schon, dass ich ein großer Evolution-Fan bin. Wenn Sie schon Vorträge von mir gehört haben, dann kennen Sie das schon. Es ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz in Österreich. Es wird regional produziert. Es wird auch regional eingekauft. Die Nahrungsergänzungsmittel sind Reinsubstanzen, sind schadstofffrei, haben keine Konservierungsstoffe oder unnötige Farbstoffe oder Zucker oder sonst irgendwas mit dabei. Es gibt keine Tierversuche bei Evolution. Evolution arbeitet gentechnikfrei. Und wir haben eben sehr, sehr kluge Zusammensetzungen, die eine optimale Bioverfügbarkeit machen und die in der Regel auch in einer sehr, sehr guten Dosierung daherkommen. Die Kräutertinkturen sind nach spagyrischen Grundsätzen hergestellt, was eben eine sehr gute Verträglichkeit macht und auch dafür sorgt, dass wir auf allen Ebenen angesprochen werden. Die Ausgangssubstanzen dafür sind aus kontrolliert biologischem Anbau oder aus Wildsammlung, werden sehr, sehr intensiv, sehr, sehr liebevoll verarbeitet, sodass Sie wirklich tolle Tinkturen in der Flasche erhalten, die dann Sie ganzheitlich unterstützen beim Gesundbleiben und bei der Transformation. Ich hoffe, dass Sie heute Abend ein bisschen was mitnehmen konnten für Ihren Stoffwechsel, dass Sie neue Ideen gewonnen haben, dass Sie motiviert sind, was für Ihren Stoffwechsel zu tun, dass ich alle Ihre Fragen rund um den Stoffwechsel beantworten konnte. Wenn Sie zu den Produkten was wissen wollen oder Termine wissen wollen für weitere Webinare oder Ausbildungsmöglichkeiten und Seminare, dann gucken Sie vorbei auf www.evolution-international.com. Wenn Sie mehr über mich wissen wollen und meine Termine kennenlernen wollen, gucken Sie vorbei auf www.jump-on.eu. Wenn Sie was von mir lesen wollen, gibt es zwei Bücher, in denen Sie nachlesen können. Und natürlich können Sie auch einen Termin bei mir in der Praxis vereinbaren, wenn Sie persönliche Beratung wünschen. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Webinar wiedersehen und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute.